Итак, кто победит в будущей войне? Такой вопрос задается. Lassen Sie uns in diesem feierlichen und schmerzhaften Moment zwischen zwei Kriegen stehend, dem gestrigen und dem morgigen, noch einmal die alten Blätter dieses herrlichen Buches durchblättern, welches uns nicht mit Theorien und Meinungen einzelner Personen belehrt, sondern mit Erfahrungen und Ereignissen. Без пальца, пожалуйста. Все, поехали дальше. Let's go. Herzlich willkommen im Kloster des heiligen Hiob in München. Wir gehen heute in einer Kreuzprozession von hier in das Konzentrationslager Dachau. Das sind etwa 14 Kilometer zu Fuß. Diese Prozession zu Ehren des heiligen Nikolai von Serbien findet schon seit über 10 Jahren statt. Unterwegs werden wir immer wieder anhalten und aus seinen Werken lesen. Вот, а сейчас короткий молебен и с песней вперед. Бог наш всегда на них пришел, велик любовь. Христос воскресе и нет ли, смерти смерть по прах, и сущим во гробе его даровал. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Eine Kreuzprozession an sich ist eine geistige Anstrengung und auch eine körperliche. Und davon gibt es immer Nutzen. Ну вот мы остановились сейчас коротенько на первой такой станции, где. Wir sind bei unserer ersten kurzen Station angekommen. Dieses Denkmal markiert den Weg der Inhaftierten, die hier in München gesammelt und von hier aus zu Fuß ins Konzentrationslager Dachau deportiert wurden. Ungefähr auf demselben Weg, den wir auch zu Fuß nachgehen werden. Пути, по которому мы идем, вели в Дахау, и там в Дахау уже они содержались. Kein menschlicher Verstand wäre in der Lage, die Fülle aller Übel und Schmerzen zu erklären, die mit diesem einen kurzen Wort Krieg bezeichnet werden. Lassen Sie uns in diesem feierlichen und schmerzhaften Moment zwischen zwei Kriegen stehend, dem gestrigen und dem morgigen, noch einmal die alten Blätter dieses herrlichen Buches durchblättern, welches uns nicht mit Theorien und Meinungen einzelner Personen belehrt, sondern mit Erfahrungen und Ereignissen. Es existiert kein Buch in der Welt außer der Bibel, in welchem dermaßen viele Kriege mit der Erklärung der genauen Ursache beschrieben sind. Hier finden wir eine enorme Ansammlung an Erfahrungen der Menschheit mit dem Krieg, mit Siegen und Niederlagen. Ich nehme sehr gern an dieser Kreuzprozession teil. Ich denke, hier wird unsere Einheit in Christus und die Vergegenwärtigung der Vergangenheit spürbar. Und wir lesen immer etwas vom heiligen Nikolai, was ich alleine wohl nicht gelesen hätte. Aber wenn man zusammen in der Gemeinschaft liest, ist es eine besondere Freude. Ein Krieg kann auch ohne den ausdrücklichen Wunsch der Menschen ausbrechen, aber nicht ohne ihre Schuld. Selbst weniger bedeutende Ereignisse als der Krieg sind nie einfache Zufälle. Dieses Thema Krieg ist sehr schmerzvoll. Und hier finde ich die Worte des heiligen Nikolai heilsam. Sie haben für mich etwas Therapeutisches. Vater Ilja Limberger ist ein sehr interessanter Priester unserer Diözese. Und jetzt liest er aus dem Buch Der Krieg und die Bibel, das mir auch sehr gefällt. Ich habe es schon zweimal selbst gelesen, aber bemerke jedes Mal neue Aspekte. Es war ein Text aus der Zwischenkriegszeit, also 1927 wurde geschrieben und er ist leider mittlerweile immer noch aktuell. Die Idee des Krestenhofs entstand, als ich
Die Idee der Kreuzprozession kam mir, als ich völlig zufällig die Persönlichkeit des heiligen Nikolai Velimirovich kennenlernte. Mich hat sein Werk schwer beeindruckt und ich wollte es gerne bekannter machen. Weil ich wusste, dass er in Dachau inhaftiert war, kam mir die Idee, die Popularisierung seines Werkes mit einer solchen Prozession zu verbinden. Für mich ist diese Prozession immer eine geistige Erfahrung. Also körperlich gesehen ist es einfach ein schöner Spaziergang mit Freunden, aber ich mag die Lesungen des heiligen Nikolai von Serbien sehr. Und in diesem Jahr lesen wir über den Krieg, darüber, wie die Menschen ahnten, dass der Krieg kommt. Kain, wo ist dein Bruder Abel? Das erste Blut, das durch ein Verbrechen auf der Erde vergossen wurde, war das Blut eines Bruders. Dies ist symbolisch für alle Verbrechen, die von Menschen an Menschen begangen wurden bis zum Ende der Geschichte. Und das letzte menschliche Blut, das auf der Erde vergossen werden wird, wird wieder das Blut eines Bruders sein. Wessen Blut denn sonst? Doch sind Brüder dem Blute nach nicht immer Brüder im Geiste. Kain und Abel hatten das gleiche Blut, aber nicht gleichen Geist. Brüderliches Blut, aber keinen brüderlichen Geist. Denn während Abels Geist von Gott erleuchtet war, war Kains Geist von Neid verdunkelt. Worin liegt das Typische dieses ersten Verbrechens? Darin, dass die Sünde des Menschen gegenüber dem Menschen eine Folge der Sünde des Menschen gegen Gott ist. Mit anderen Worten, wenn wir über den Krieg sprechen, der Krieg des Menschen gegen den Menschen ist eine Folge des Krieges des Menschen gegen Gott. Ja, gerade weil wir jetzt sein Buch Der Krieg und die Bibel lesen, es ist natürlich sehr aktuell, das Thema. Und ich finde es sehr interessant, wie er die geistlichen Gründe für einen Krieg erklären kann. Also, dass in dieser Grausamkeit des Krieges, dass er da eben Gründe im geistlichen Leben dazu findet. Владыка Николай, как именно христианский психотерапевт, gleich einem christlichen Psychotherapeuten richtet Bischof Nikolai die Aufmerksamkeit der Menschen auf ihren eigenen Beitrag. Eine große, mächtige und zerstörerische Kraft des Krieges liegt darin, dass die Menschen einander beschuldigen, dass sie eine Realität konstruieren, in der der andere schuld ist und du nicht. Du bist Opfer, dort sind die Täter. Doch der Krieg beginnt nicht mit irgendeinem Ruck, nicht mit einem Ereignis. Jedem Krieg geht ein langer Prozess voraus, doch die Position des Opfers konstruiert gerade eine solche Interpretation des Krieges als völlig unerwartetes, nie dagewesenes und von uns nicht verantwortetes Ereignis. Wenn der allgütige Schöpfer der Menschen durch sein Erbarmen nicht den Brand gelindert hätte, der durch die Sünde stets wieder entflammt und entfacht wird, wäre die Menschheit schon in den ersten Generationen vernichtet worden. Doch das Erbarmen des Schöpfers mindert das Gesetz der Sünde und ermöglicht dadurch den Fortbestand der Menschheit auf Erden. Am 29. April 1945, das war Palmsonntag, wurde Dachau befreit. Die orthodoxen Insassen, unter denen auch Priester und Diakone waren, wollten das Fest wenigstens ein wenig, so gut es ging, begehen. Und sie nähten sich solche rudimentären liturgischen Gewänder aus irgendwelchen Stofffetzen und feierten einen Gottesdienst, gerade an dem Tag, an dem sie schließlich befreit wurden. Das hat mich einfach nochmal zum Nachdenken gebracht. Такое осмысление войны, которое дает Владыка Николай, помогает нам пережить эти события. Память о прошлом, она должна остаться у нас и у молодежи. Все, пошли дальше.